Herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu State of Mind. Ein schönes kleines Spielchen, was wir jetzt hier als Let's Play anfangen. Ich kann nicht über das Video so ein bisschen drüber reden, weil nicht viel, weil eigentlich gar nichts gesprochen wird und somit ich gar nicht damit störe. Innerhalb dieses Let's Plays werde ich nach und nach Zahlen und Buchstaben eines Steam Keys bekannt geben, die am Ende den Steam Key für Valhalla Hills, ein anderes schönes kleines Spielchen von Dedelic, bilden werden, und es wird dann einen glücklichen Gewinner geben. Wer dann zuerst kommt und den Steam Key komplett hat und zusammengepuzzelt hat, der bekommt das Spiel. So, jetzt will ich mal gar nicht weiter reden. Wir gucken uns das stimmige Intro an. Das Spiel spielt in Berlin, größtenteils zumindest am Anfang, soweit ich gelesen habe, im Jahr 2048. Der Arztteil ist gewöhnungsbedürftig, aber innerhalb der Geschichte und Story so ein bisschen stimmig auch. Ist halt so ein bisschen Cyberpunk, dystopisch, angehaucht, Zukunft halt. Und ich weiß absolut nicht, was ich hier gerade sehe, worum es geht. Wir sehen Polizei, wir sehen die Straßen von Berlin, wir sehen Roboter. Roboter, die auf Kinder aufpassen. Das Ganze erdacht hat sich Martin Gant dafür, ein Autor, der schon ein paar andere Spiele gemacht hat, und der hier aus Osnabrück kommt. Osnabrück, dort, wo ich auch lebe. Wir sind im Grunde entfernte Nachbarn. Deswegen bin ich vielleicht ein bisschen voreingenommen, was das Spiel will. Was ist Breakpoint? Das hat mit Sicherheit noch was zu bedeuten. Oh, es hat Rums gemacht. Eine Explosion in der Ferne. Sofort eilt Polizei zu Hilfe. Ich nehme uns jetzt ein zweites Mal auf, beim ersten Mal. Oh, jetzt wird was gesagt. Blutdruck. Zu hoch. Und sein Beta-Level. Zu hoch. Alles zu hoch. Ob wir überleben werden, aber natürlich. Ihr Sohn ist außerordentlich begabt. Verdammt, woher kenne ich das Gesicht? Das ist Richard Nolan. Er arbeitet für The Voice. So, erstmal ein bisschen Sauerstoff. So, es gab einen Autounfall scheinbar. Und irgendwie konnte ich mich daraus befreien und bin dann halbtot noch weggekommen. Was zum? Und jetzt habe ich einen Anfall. Mist. Stabilisieren, los! So, das war's. Es wird schwarz. Gucken, wo wir jetzt sind. In einem Ladebildschirm. Wie schön. Mr. Nolan? Ja? Richard? Ja, ich höre dich. Wo bin ich? Im Zentralklinikum. Ah, gut. Krankenhaus. Immer gut. Augen öffnen? Ja, habe ich schon auf. Ich sehe ein Licht. Ich kann nicht sehen. Machen Sie sich keine Sorgen, das kommt gleich wieder. Eine Drohne hat sie gefunden. Am Rand der M75. Ich kann mich nicht bewegen. Sie testen an und anschließend stelle ich Ihnen ein paar Fragen. Du, im Weiß ist wohl der Doktor. Es ist ein leuchtendes Objekt im Raum. Sehen Sie es? Ja. Versuchen Sie, Ihren Blick darauf zu fokussieren. So, mit rechts, also ich spiele das Ganze mit dem Gamepad übrigens. Mit rechts kann ich mich umschauen. So, fokussieren macht das scheinbar selber. Gut, noch einmal. So, haben wir irgendwo noch ein anderes Objekt oder wie? Hier ist mein Bett, wo ich drauf gelegen habe. Ah, da haben wir noch was. Okay. Ach, ist eine Taschenuhr gewesen, ne? Ihre Sicht wird sich bald wieder normalisieren. Wir machen jetzt ein paar Tests. Das sieht hier ziemlich runtergekommen aus. Gedächtnis. Es dauert nicht lange. Wissen Sie, welches Datum wir heute haben? Ja, wir haben den 2048, das Jahr, alles andere kann nicht stimmen. Also haben wir den 11. Januar. Samstag, den 11. Januar 2048. Sehr gut, das stimmt. Ich spreche jetzt einen kurzen Text und stelle dann eine Frage dazu. Sind Sie soweit? Meine Augen sind blau, mein Haar ist braun, mein Haus ist weiß. Welche drei Farben habe ich genannt? Blaue Augen, weißes Haus und braunes Haar. Alles andere wäre schwachsinnig, also nehmen wir das. Blau,
weiß und braun? Sehr gut, das stimmt. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Ich hatte einen Autounfall. Noch gesehen im Video? Meine Familie. Wo ist meine Familie? Sie erinnern sich an nichts? Ich hatte einen Autounfall. Ich war in einem Auto? Da war ein Tunnel. Das wird schon. Körperlich sind Sie gesund. Sie haben großes Glück gehabt, Richard. Okay, ich schalte jetzt einen Teil Ihres AR-Systems wieder zu. Oh. Tut weh, hm? Ihre Augen und Ihr Gehirn müssen sich erst wieder daran... Einen Teil? Gibt es noch mehr freizuschalten? Kommen Sie bitte mit zu dem Tisch dort. Gut, stehen wir auf und gehen mit. Ich kann mich noch erinnern, es gab vor, ich glaube, knapp ein Jahr oder so, oder nicht ganz so lange, hier gab es eine Gameplay-Demo. Da war das hier noch ein steriler, weißer, schöner Raum. Und jetzt das hier so eine heruntergekommene, umgebaute Lagerhalle. Also entweder gibt es diesen sterilen, weißen Version von dem Krankenhaus später im Spiel nochmal. Oder die hat noch ein bisschen was verändert. Aber ich weiß es nicht. Ich will nichts sagen. Also es kann natürlich... Hier können wir rausgucken. Hier ist die Beachbar. Da gehe ich gleich erstmal hin. Und genehmige mir auf den Schock erstmal ordentlich ein. So, Fox. Sake. Also das ist Berlin im Jahr 2014. Hier hinten haben wir den Fernsehturm. So, aber wir sollen da zu ihm gehen. Machen wir das erstmal. Wir können hier noch was untersuchen. Können wir auch Schränke aufmachen und so? Von der linken Tischhälfte. Beleuchten Sie ihn gelb und stellen Sie ihn auf die rechte Tischhälfte. Ja, das mache ich gleich. Ich will mich erst einmal umgucken. Hier haben wir nämlich noch den Enzephalo-Scan. So, wir können ihn untersuchen. Enzephalo-Scan. Letzte gescannte Person, Nolan Richard. ID 12044. Scanbericht abgeschlossen. Okay. Untersuchen wir das Ganze nochmal, haben wir gerade. Benutzen! Sie sind mit einem Hirntrauma eingeliefert worden. Ihr Scan sah ziemlich wild aus. Inzwischen hat er sich stabilisiert. Machen Sie sich keine Sorgen. Wenn die Tests gut laufen, können Sie gleich nach Hause. Gut, dann wollen wir die Tests mal eben schnell abschließen. So, ich soll diesen Würfel gelb färben und rüberschieben. Untersuchen. So, heben wir ihn auf. Und jetzt? Ah, jetzt ist er in meinem Inventar. Kann ihn darauf zugreifen und jetzt annehmen, zurück rotieren. Rotieren geht auch? Toll. Aber warum annehmen? Ah, ich habe auch Kontakte. Kann ich auch nicht benutzen. Gut, kommt. Annehmen. Annehmen hört sich so seltsam an. Aber das wird wohl richtig sein, weil deutsche Entwickler, die werden das wohl in Deutsch richtig hinkriegen. Gelb färben. So. Jetzt einfach wieder zurück und lassen, oder wie? Und jetzt wieder hier hinschmeißen. So, ablegen. Ausgezeichnet, Richard. Kommen Sie bitte, es gibt noch eine weitere Aufgabe. Gut, hinterher. Aber das ist hier wirklich so echt so runtergekommen. Also ich würde mich als Patient nicht sehr wohl fühlen. Ja, ich meine, die Ausstattung scheint modern zu sein, aber so das Ambiente generell ist nicht so der Hit. Nun gut, was will er denn noch von uns? Okay, wer ist das? Mein Sohn. Wir haben ihn, glaube ich, im Video eben auch gesehen. Ganz recht. Wie heißt er? James, haben sie auch gesagt. James? Sehr gut. Mein Sohn ist sehr begabt, nur in was, das weiß ich nicht. Ist er hier? Sie haben schon nach ihrer Familie gefragt, eben gerade. Wissen Sie das noch? Wo ist er? Es ist nur ein Test, Richard. James ist ein guter Junge. Ich liebe ihn. Natürlich lieben Sie ihn. Sie sind sein Vater. Haben Sie beide einen guten Draht? Richard? Sicher. Guter Junge. Erkennen Sie diese Person? Ich glaube, das war meine Frau. Ja. Ich glaube, Tracy hieß sie oder so. Ja, hier, meine Frau. Ist das Tracy? Ausgezeichnet. Erzählen Sie mir etwas von ihr. Ich verstehe nicht. Erzählen Sie mir von Ihrer Frau. Eine Erinnerung. Eine Situation. Irgendwas. Ich weiß noch, dass wir
in einem Cabin Car gefahren sind. Es war Nacht. Wir haben gescherzt. Und ich habe Tracys Hand genommen. Sprechen Sie weiter. Die Bordelektronik war gestört. Es ist kälter geworden. Die Scheiben sind beschlagen. Ich habe ihr gesagt, wir sind gleich da. Okay. Und wissen Sie, wie lange das her ist? Was meinen Sie? Diese Geschichte. Wie lange ist die her? Ich weiß nicht. Wie ist es hiermit? Erkennen Sie das Gebäude? The Voice. Nicht zu wechseln mit der Musikshow im Fernsehen, aber da arbeite ich. Ich bin ja Journalist bei einer Zeitung, so wenn es Zeitung noch gibt. Ja, das... Ich arbeite dort. Ausgezeichnet, Richard. Was genau machen Sie da? Ich bin Spezialist für... Warten Sie. Ich schreibe über Technologie. Sehr gut. Und wie würden Sie Ihren Standpunkt nennen? Haben Sie einen? Ich bin Journalist. Mein Standpunkt ist die Wahrheit. Ach so? Das kam ja schnell. Das ist ein Standardsatz, oder? Den sagen Sie immer. Das wirkt nicht wie ein dynamisches Gespräch zwischen Arzt und Patient, irgendwie. Sicher wird es die ersten Tage nicht leicht. Sie haben ein amnestisches Syndrom. Erinnerungslücken, Verwirrtheit, Stimmungsschwankungen. Aber wenn Sie zu Hause sind, finden Sie sich bald wieder zurecht. Sie werden sehen. Okay, Richard. Alles soweit in Ordnung. Mir ist schlecht. Das ist normal. Das verschwindet. Ihr Gedächtnis wird auch zurückkommen. Vermutlich schon in den nächsten paar Stunden. Vielleicht nicht vollständig. Aber warten wir es erstmal ab. Na dann, alles Gute für Sie. Ich kann also gehen. Aber ja, Sie haben Neurostabilisatoren bekommen. Eine Depotdosis. Wenn es Probleme gibt, melden Sie sich jederzeit. Okay, aber ich weiß nicht mehr wo. Ach so, natürlich. Sie wohnen am West Plaza, Mr. Nolan. Das Cabin Car führt Sie hin. Der Medic-Bot am Eingang wird Sie nach unten begleiten. Ja, vielen Dank für die Behandlung, Doktor. Ich darf jetzt gehen. Ein Roboter begleitet mich nach unten und dann ein Cabin Car, was wahrscheinlich wie so ein Taxi ist oder sowas, bringt mich dann nach Hause zum West Plaza. Aber bevor wir das alles machen, würde ich sagen, machen wir erstmal unser Gewinnspiel. Und zwar will ich ja Valhalla Hills verlosen. In jedem Video ein Teil des Steam Keys. Heute geht es los mit dem Buchstaben C. Schreibt es euch auf. Insgesamt werden es 15 Buchstaben, weil der Steam Key 15 Stellen hat. Ja, das war schon mit dem Gewinnspiel. So, weiter geht's. Da ist der Bot, der will mir nach Hause... jetzt wollte ich mich gerade mal umgucken, aber ich hatte schon die Sequenz ausgelöst. So, dann gehen wir. Wieder ein Ladebildschirm. Sie hören den Newsflash von The Voice, Ihrer Stimme für Berlin und die westliche Welt. Auf ein Produktionsgebäude der Kurtz Robotics ist ein Bombenanschlag verübt worden. Es war der zweite. Da bin ich dann also in den Autounfall verwickelt worden. Tage. Nairobi. Erneut sind bei Kämpfen zwischen westlichen und östlichen Drohneneinheiten in den Minenregionen Afrikas große Mengen an Rohstoffen vernichtet worden. Und Kriege werden jetzt mit Drohnen geführt? Naja, besser als wenn sich Menschen abschlachten, ne? So, dann sind wir jetzt gleich zu Hause, wa? Am West Plaza. Mit einer Schwebebahn. Oder Monorail. Drohnen. Erreicht. West Plaza, Berlin. Ihr Konto wird mit 25 Credits belastet. Eine neue Währung gibt es auch. Also wir sind weg vom Euro. Sondern wir haben Credits. Wahrscheinlich so eine Art Weltwährung. Bitte. Aber Penner gibt es immer noch. Dann bewerben Sie sich mit einem gültigen Nanoscan bei Marsset Incorporated. Der Mars. Unsere Zukunft. So, und es ist möglich, zum Mars zu fliegen. Davor liegt ein Säufer auf der Bank. Eine neue Welt zu erschaffen. Haben Sie Interesse? Ein Nanoscan dauert nur 2 Minuten. Neu anfangen. Zukunft mitgestalten. Zu den Ersten gehören. Tracy.
So, Westplaza, Berlin Central. Guten Abend, Richard. Samstag, der 11. Januar. Ihr Base 5 Home Assistant. Heute ist der 11. Januar 2048. Es ist 19.33 Uhr. Raumtemperatur 20 Grad Celsius. Sie haben heute keine... War es nicht eben schon dunkel? Sie müssen entschuldigen. Ich habe mich gestern... Und jetzt immer noch? Ja, aber ich habe gepennt. Alles in Ordnung, Sir? Bin umgezogen. Was bringen? Tracy? Das vielleicht ein Zeitsprung? Sie haben neue Cloud Messages. Oh, Cloud Messages. Das Facebook der Zukunft oder WhatsApp der Zukunft. Ich kann hier, guck mich erstmal ein bisschen um, bevor ich darauf eingehe. So, untersuchen. Mein Bett. Was kann man darüber machen? Bett. Letzter Benutzer. Dieses Möbelstück wurde seit mehreren Tagen nicht benutzt. Moment mal, der letzte Benutzer war doch ich. Bin doch daraus aufgestanden. Ach nee, ich habe da geschlafen. Hier hat Tracy Isis schon seit mehreren Tagen nicht mehr geschlafen. Also meine Frau. Hier können wir aus dem Fenster gucken. Gefährdungsstufe 1. Hier wieder eine Drohne, die Werbung vor die Fenster hält. Wir können hinausschauen. Über Berlin. Werden Container mit Drohnen verschifft. Verschifft? Was sagt man dazu? Verflogen? Ich weiß nicht. Hinten kommt Zeppelin. Es gibt wieder Zeppeline. Cargo Lifter hat doch noch seinen Traum erfüllt. Da oben steht Have a nice day mit Smileys. So, und sonst was hier? Service. Wilkes Heiztechnik Service. Also Werbung. So, da oben, das kann ich nicht lesen. Schmidtfeier. Keine Ahnung, Building, wahrscheinlich irgendwie sowas. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's hier dann weiter. Dann gucken wir mal, was wir für Cloud Messages bekommen haben und was hier in unserer Wohnung noch ist, warum dieser Spiegel kaputt ist. Also macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ich bin raus. Tschüss.